Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu BeamNG in Minecraft. Mit dabei ist Austin Malinsky. Moinski, heute springen wir Riesenrampen. Richtig, wir springen von einer selbstgebauten Riesenrampe, die habe ich hierhin platziert und wir springen über eine Minecraft-Welt. Oh Gott, da kommt man fast gar nicht hoch, weil das so Booster-Pads sind und die. Auf jeden Fall seht ihr schon die Markierung, das sind immer 50 Blöcke. Es geht sehr, 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 sehr weit. Ich habe 1000 Blöcke markiert, das ist also viel weiter, als man überhaupt gucken kann. Ich kann euch aber sagen, Leute, hier sind Autos dabei, da kannst du eigentlich auch bis an die Welt dran springen. Das wird ganz, ganz krass. Ich hoffe, euch gefällt es. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Let's go. Ich erkläre kurz das Format. Wir haben insgesamt 8 Autos. Man darf sich immer ein Auto aussuchen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal den, ich mache blind. Ich mache auch blind. Audi Q7 2009. Bugatti Chiron. Okay, weiß ich jetzt nicht. Wer soll anfangen, Elina, du oder ich? Wir machen immer Fahrer, Beifahrer. Wer weiter fliegt, ne, wer weiter springt mit dem Auto, kriegt einen Punkt. Und wer am Ende mehr Punkte hat, hat das Ding gewonnen. Sollte es gleich stehen, weil es sind ja 8 Autos, da können es ja auch 4-4 stehen, gibt es nochmal ein super entscheidendes Final Battle. Zack. Das sind natürlich, also das, die sehen schon geil aus. Ne? Ist ein Audi, ja. Q7. Audi, ich habe gerade Audi gesagt. Audi. Ist ein Auto, ein Atta, ein Aga Aga. Ich habe immer früher zu Autos immer Aga gesagt, also als ich ein Kind war, also ein Baby. Steigen Sie mal ein, die auf dem Beifahrersitz. Sie müssen ja sehen, ja, wie weit ich springe. Sind Sie bereit? Ja, bin ready. Okay, ich gebe Vollgas. Let's go. 30, 40, 70, 100, 120. Okay, das ist schon mal ein sehr guter Sprung. Das ist schon mal ein sehr guter Sprung. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja, okay. Ich glaube, wir stecken. Okay, das Auto bleibt jetzt einfach hier. Dann sehen wir, wie weit wir gesprungen sind. Ja, Junge, das stimmt. Hör mal auf, so rumzubaggen, Kollege. Warte, ich will nicht da hoch. Das ist illegal. Ich will hier. Wie weit sind wir denn überhaupt? Das war ja arschweit, ne? War mega weit. Das war überweit. Also die Markierungen gehen noch weiter. Also wir sind noch nicht bei 1000 Blöcken. Aber das war schon sehr, sehr weit. Den ganzen Weg müssen wir zurücklaufen. Wie lange das dauert? Überleg mal, wie schnell wir geflogen sind. Wir sind 150 km/h. Ja, der hat schon gut überzeugt, der Q7. Boah, der sieht aber auch gefährlich aus, ey. Gattisch, ist ein gefährlicher, ist ein gefährlicher. Aber nachher ist er nicht so schnell. Aber hat Chiron nicht auch? Boah, da könnte ich jetzt richtig reinfällen. Aber haben die nicht auch einen Audi-Motor? Weiß ich nicht, keine Ahnung. So, dann viel Spaß, Elina, okay. Wünsche ich dir. Drück auf gucken, Gas! Wie schnell das. Oh, der ist schneller, der ist schneller. Der ist schnell. Der ist schneller. Oh mein Gott, wir sind übelst drüber geflogen. Ey. Okay. Er fliegt zurück. Ich bin von der Straße abgekommen. Alter, der fliegt immer nach Hilfe. Und der backt überall rum. Junge, hä, wie weit sind wir denn jetzt? Die Welt lebt nicht mal mehr. Ich drück nichts. Oh, jetzt sind wir stuck, ne? Okay, wir stecken fest. Okay, warte, ich muss gucken. Junge, wo sind wir im Baum gelandet? Okay, wir sind bei, ich weiß ja, ich gesagt, ich glaube, wir sind 1000. Ich muss es nochmal recherchieren, warte, wir sind bei 1778. Ja, ich habe mir das doch richtig gemerkt. Man springt ungefähr bei, naja, Pi mal Daumen 80 ab. Das heißt, wir sind da gerade 1700 Meter gesprungen mit. Okay, erster Punkt geht an den Chiron, weil leider verloren. Aber eigentlich Audi auch gut gemacht, ey, aber leider doch verkackt. So. 6 Autos verbleibend. Dann entscheiden wir uns mal für den Lamborghini. Nee, Ferrari F40, mein Lieblingsauto. Muss man sich auch treu bleiben. Nee, nehme. Was nimmst du? Ich nehme McLaren. Okay, McLaren Senna. Okay. So, dann fange ich wieder an. Let's go. Autos platziert. Okay. Aber ein Schwarz weiß ich nicht. Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Ja. Rote Sitze, okay, aber dass der schwarz ist. Mh. Oben links seht ihr, wie schnell. Das ist jetzt sehr entscheidend. Ich würde gerne so Kickstarter machen. Geht das? Kickdown? Nee, schade. Geht nicht. Let's go. Oh, der ist schnell. Ja, der ist schnell. Oh. Na, ging. Ich weiß nicht, ob er so schnell war. Oh, okay. Also, der fliegt auf jeden Fall weiter als der BMW. Nein, ich muss lenken. Oh Gott, nein, ich komme da nicht durch, das sind Bäume. Oh mein Gott, ich glaube, du bist umgedreht, oder? Oh, nee, okay, nee, ich bin auf dem Ozean. Ja, okay, das war's. Mein Auto wurde gelöscht. Hey, wo bin ich? Hallo?
Hä, ich bin auch tot irgendwie. Hä, ich bin im Spektrum, ich lebe noch. Bei mir ist alles ganz komisch. Ist bei mir ist wie weit? Genauso wie 1500, ich bin gerade mal 1000, Elina. Alter, das ist so verbuggt hier, die Welt. Junge, hallo, die Welt lädt dich mal. Ich weiß nicht. Ah, jetzt hat sie geladen, ich bin da. Also, nee, ich bin viel weiter. Hä, warum bin ich jetzt plötzlich so weit gescheppert noch? Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal mehr, wo ich bin. Welche Distanz zählen wir denn jetzt? Die erste oder die letzte, wo ich hier gelandet bin? Ich weiß es nicht. Ja, die zweite, oder? Da habe ich nämlich 2100 geschafft. Aber das sah mir sehr buggy aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, es hat gar nicht mehr geladen. Ach, ich saß wahrscheinlich noch weiter im Auto und das hat nicht geladen und deswegen bin ich jetzt hier. Genau, du musst es shiften. Ja, genau. Ja, dann bin ich 2100, Elina. Kannst du zeigen, überhaupt wie du das besiegst? Jo, das ist ja wirklich das geilste Auto, was wir bisher hatten. Das ist ja, der sieht richtig sick aus. Der sieht abnormal nice aus. Okay, ist jetzt wichtig, dass wir den Punkt holen, Leute. Ganz wichtig. Eine wichtige Frikadelle ist das. McLaren. Ich mache aus der Ego-Perspektive jetzt. Unter 100 km/h, das wär's. Der ist langsam. Nein, der ist richtig langsam. Scheiße, ey. Nein. Der schafft's kaum die Rampe hoch. Alter, ich sehe gar nicht, wo er hinfliegt. Ja, Elina, das 50 Meter oder was? 100? 100 Meter nur? Was sind 100 Meter? Nee, ist jetzt schon, wenn man aufkommt. Darfst jetzt nicht einfach durch die Welt. Ich lass ihn ausrollen. Ja, fahr uns mal zurück, Elina, jetzt hier. Na sicher, kein Problem. Das war ja anders reingefailt. Das kommt davon, ja. Aussehen ist ja auch nicht Leistung, ne? Ja, ich wusste ja nicht, wie er aussieht. Ja, du wusstest auch nicht, was für eine Leistung er hat, also. Meinst du, der schafft es den Berg hoch? Ja, safe. Denkst du? Ist nämlich ein SUV, ein heimlicher. Weiß ich jetzt deswegen nicht. Deswegen ist der auch so langsam. Guck, mach das hier so einfach. Junge, der hat einfach Allrad. Also die haben alle Allrad tatsächlich, weil ich es eingestellt habe, aber... Oh Gott. Schaffst du das? Vom Weg abgekommen. Ja, ich merke das schon. Wir machen hier mal so... wir kommen da war hier. So eine Harz-Bergwandertour hier gerade. Ja, der Ferrari, auf den war verlassen. Ach, da ist eine Leiter. Ach so, ja. Wusste ich gar nicht. Auf dem Ferrari war Verlass, Leute. Wunderschönes Auto. Da hole ich mir auch das verdiente 1-1. So, du darfst aussuchen als erstes. Warte, der Sieger kommt immer oben hin. Zuerst hat der Bugatti gewonnen und jetzt hat der Ferrari gewonnen. So. Mhm. Oben Sieger, unten Loser. Okay. Ich nehme, glaube ich, einfach mal den Smart. Dann nehme ich den Lamborghini Blue White. Felgen teurer als mein Leben wahrscheinlich. Sehr schön. Okay, steigen Sie ein, Elina. Das ist ein Mio-Auto. Jupp. Okay. Gas. Ja, ist schnell. Oh, nein! Ich bin von der Rampe abgekommen, weil er so schnell war. Aber trotzdem easy. Weiß ich nicht. Ja, er fliegt noch. Oh. Fliegt noch, der ist schon aufgekommen. Ja, aber er ist noch geflogen, Elina. Aber jetzt. Ey, wo stecken wir? Ja, jetzt stecken wir, ja, richtig. Ich bin draußen. Ja, ich auch, ich war da drin. Das haben wir geschafft. Oh, aber auch okay, 1300 Meter. Aber hier dürfte ja keine Markierung mehr sein, oder? Ja, guck mal, das ist die 1000-Block-Markierung. Ja, hier. Das ist die letzte Markierung. Ah, okay. Das ist die 1000-Block-Markierung. Haben wir übertroffen, Leute. Tausende. Aber das ist ja eigentlich nicht drei. Hab ich mich da verzählt? Das sind nämlich 300 Blöcke hier, diese Distanz, oder? Nee. Sag mal, passe ich mit 1,87 überhaupt in den Smart rein, ne? Na sicher. Guck mal, sogar mit Handy. Das ist ein Handy. Oh ja, wie sieht ein iPhone 1. Da spiele ich meine Mucke ab. Okay, mit einem Ghetto-Blaster. Auf die Plätze, fertig, los. Ach du heilige Scheiße. Oh! Der hatte 200, aber du hast gefailt. Nee, die Rampe hat gefailt. Na, weiß ich nicht, Elina. Ja, aber... Wir sind in der Höhle. Nein, Junge, warum fliegt der so? Elina, du fliegst zum Start zurück. Weiß ich nicht, da waren schon mehrmals Berührer dabei, aber... Ja, du darfst jetzt hier nicht einfach durch den Ozean schwimmen. Ich fahr ja hier nicht mehr. Das war es, Elina, du hängst. Aussteigen. Ich bin schon ausgestiegen. Hä, wo bin ich gelandet? Ich habe mich wieder weggeglitscht. Und das sieht so bruch aus. Okay, weil ich muss. Oh! Wie viel hatte ich? Ich habe gewonnen. Du hast nämlich hier noch 900. Also, nein, never. Natürlich, das sind 900. Ja, weil ich zurückgeflogen bin. Dafür kann ich doch nichts, wenn du ein Schielauge hast. Du hast gesagt, da wo man aufkommt.
Ja, dann ist es aber noch schlechter, Elina. Nein. Elina, akzeptiert, dass du ein Loss war. Nee, du konntest die Power des Smarts nicht kontrollieren. Hast da komplett verkackt. Elina, ich zeig dir jetzt mal, zu was der Smart in der Lage ist. Okay, ja, steig okay, mal an. Mach ruhig. Und dann sag nämlich dir, langsam. Und jetzt Vollgas. Schnell. Jo. Oh. Hat gut geklappt. Egal, ich flieg trotzdem weiter als du. Alter, hast gesehen. Genau hier bin ich aufgekommen. Oh, scheiße, ich hab ein Problem. Siehst du, du fliegst gerettet, auch wieder gesaved, zurück. Gerettet, gesaved. Du fliegst doch zurück. Ich flieg nicht zurück, Elina, schielst du. Ich flieg halt ehrlich nicht zurück. Okay, da jetzt haben wir ein Problem, weil den Berg kommen wir nicht vorbei gerade. Scheiße. Dann außenrum. Oh nein, jetzt okay, steck ich okay, jetzt fest. Guck. Hä, hey, noch schlechter als deins, was für eine Logik. Ja, hey, aber ich bin übel gut geflogen eigentlich. Aber ich war viel länger in der Luft, darauf kommt es an. Lamborghini oben, Smart unten. Nein, das 2-1. Ist falsch, das ist falsch. Das einfach. Ist richtig, Elina. Du musst jetzt gewinnen. Achso, ich nehme einfach beide Autos. Der hat sogar Welches willst du, Elina? Willst du ein BMW oder ein Lamborghini? Okay, dann heute springst du aber mal als erstes. Also was ist heute? Heute? Ich meine jetzt. Alter, der sieht brutal aus. Ja, der sieht übergut aus. Nice getuned, habe ich alles. Ey, deutsches Kennzeichen. Ja, München, da wohne ich. Hat aber kein TÜV. Los, M4 GTS. Let's. Nein, doch. Oh, da hast Mann. Du aber auch gefailt. Oh, ah, das ist auch schwer nein. bei den Schnellen. Ja, du musst diese. Oh! Da noch. Nee, ist okay. Ich guck. Ist okay, so. Wir sind nein, bei 8. Nein, dann dreh dich um! Ja, ist gut. 800, 900, 1000. Ja, ist das schon ein bisschen glitschen, aber. Oh, in der Höhle weiß was, ich nicht, Elia. Was, wo bin ich? Ich sehe nicht. Ja, das ist jetzt festgebackt. Okay. 1205. Das ist gut. Das heißt, du bist 1100 Zwacken. Das ist schon weit. Zack. Boah. Okay. Mhm. Gar nicht lang angucken. Der ist schick. Yeah. Ich mag die Farbe. So. Was war es? 1120. Okay, so genau wird es jetzt eh nicht wichtig sein. Oh, nee. Nein! Oh, das ist. Wir müssen jetzt die Berge umschiffen, das ist wichtig. Ja. Ja. Ich kenne die Karte inzwischen auswendig. Ja, okay, das ist ja hier. Nein! Oh nein, du machst einen Triple Backflip! Ja, das war's. Nee, er glitscht sich noch. Geht noch. Jetzt die Koordinaten, das ist jetzt wichtig. Ja, gewonnen! Ja, das hat sich gar nicht so angefühlt, ne? Ja, aber das ist so, wenn man relativ gerade fliegt. Ja, dann ja. haut man viel krasser rein. Dem Lambo war Verlass, Leute. 4-2 konnten wir das Rampenrennen für uns entscheiden. Wenn ihr den nächsten Part haben wollt, mit weiteren Fahrzeugen, flaggt auf jeden Fall den Like-Button, würde ich mich sehr freuen. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Bis morgen, euer Benson. Ciao.